Hallo, und wir sind wieder. Startet eben gerade mein Bild. Entschuldigung. Dicke schwarze Pumpe mit dem Tiger, Tom, den Klink und den Lukas. Moin. Grüß Moin. dich. Wieder leer. Mit Tante Lucy. Ich fahre jetzt noch das restliche Stroh rein. Und dann würde ich sagen, schnappe ich mir die Sämaschine. Ja, warte mal, wer macht denn den zweiten Grubber? Ich. Gut. Aber, Kann ich nicht glauben. Aber Oder mit. soll ich nochmal kurz den Dünger-Onkel nehmen? Wir müssen dann ja, wenn Grubber wurde, jetzt noch eine Feld 5 zweite muss dann Düngerstufe. noch gedüngt werden und die zweite Dingerstufe brauchen wir noch. Tiger, wo bist denn du mit Grubbern? Auf der 5 oder der 6? 6. Und gut, dann mache ich auf der 6 auch mit, dass wir schnell in Feld grubbern können und mit dem Düngnadel gleich nachkommen. Sagen, weil die 5 können wir noch nicht scrubbern. Wo hast du den hingestellt? Eben bei der Kartoffelhalle, da wo alle Wirtschaften reinkommen, die so kreuz und quer rumstehen. Oh. Oh, was ist hier denn? Ich habe, glaube ich, noch einen kleinen Mini-Quaderball gefunden. Meine Straßenrand legen. Dass da jemand mit dem Traktor sich auch bockt. So, fahren wir mal wieder ein bisschen Rosti aus, bevor er ganz einrostet. Joa, das ist, ne, soll ja noch ein bisschen durchhalten, der. Ich hasse das Feld hier mit dem Vorgewende, ne? Habt ihr wieder die Hälfte dann? Ja, mach ich da weg, ja. Ne? Aber leider Gottes wird der andere Gruppe ja nie fertig. Wir wollen es doch hoffen. Wenn sich die Flachpfeife mal wieder melden würde. Ich vermute nicht, hat was er haben wollte und dann. Oh, schönes Wasser plätschern. Bei den Temperaturen ist das so schön angenehm. Wenn man wenigstens drin liegen würde. Ach, daneben im Schwimmreif noch ein schönes Kasten Bier, oder? Ich habe mir aber jetzt eine Palettenbank zusammengebaut. Fällen bloß noch ein paar Löcher rein für den Bier, für den Bierflaschenhalter. Nochmal eine kurze Frage. Beladen konnte ich hier unten jetzt glaube ich nicht, ne? Was? Dünger. Hof, nee, Aus dem Fall. Da muss sowas schon sich ja nochmal angucken, eigentlich, LKW. Weil ich habe jetzt noch 32%. Ja, da musst du dir vom Kuhstall da erstmal so ein anderes Fass holen und da kannst du von da aus überladen. Wie Oder ich fahre viel? mal schnell hoch, oder ich fahre schnell einfach hoch und hole aus Nee, der Abfahrt. das dauert zu lange. Da bist du unten mit dem Fass schneller. Ja, Tiger, ich habe dir das hier schon entgegengemacht, Ew. das Stückel hinten.
Wollte ich nämlich immer so eine gerade Bahn machen, dass wir noch auf und runter fahren können. Ja. Ich bin ein Idiot. Oh, Einsicht ist der erste Weltverbesserung. Ich wollte es auch gerade sagen. Ich wollte es auch gerade sagen, aber erklär doch mal, warum du so doof bist. Ach nicht. Komm, erzähl, ich frag für einen Freund. Wir erzählen sie doch niemand weiter. Nee, nee. Ich sehe schon so Kommentare. Was hat denn der Idiot falsch gemacht? Es könnte sich so bei so anhören, ob er Dünger geladen hat, obwohl er Kalk braucht. Okay, ich wollte gerade sagen, bei dem Lachen könntest du recht gehabt haben. Also, ihr braucht die Kommentare jetzt so nicht glühen lassen. Es hat sich schon aufgeklärt. Toll, aber ich habe vier Big Packs, die in deinem Boden gespawnt sind. Das ist scheiße. Ja, du darfst nicht da hinten abladen, du musst auf der Wieso so abladen. Du festen Untergrund, ja. Weil der Fußboden, der da hinten ist, der ist über den normalen Gensboden nochmal gebaut. Hab ich doch glatt noch. Ja. Da stand noch ein bisschen Stöppelfeld, das hab ich mal schnell noch weggemacht. Also ich will echt nicht sagen, Tiger, ich glaube die Fässer sind nicht hier geeignet dafür. Na doch. Du musst, warum kann ich keinen Dünger laden? Weil du erstmal mit N die Klappe öffnen musst. Nein, er hat bestimmt das Wasserfass. Wo ist die gelbe? Tiger, also. Gegenverkehr. Die gelben, ja, Dinger. Ja, und die musst du erstmal aufmachen. Ich hab die beide nicht ganz da gekriegt. Hast du beide nicht leer gekriegt? Ja, weil irgendwann voll. Das passt ja, leider. Weil irgendwann voll. Ja, da kann ich auch lange so probieren. Ja, Matze, man hat nochmal so eine Anzeige, ne? Wenn da steht, dass da Milch drin ist, dann sollte... Bleib doch nicht stehen, ich komm schon angefahren. Du, Tiger, der Feldrand ist ja auch noch schön bearbeitet. Sehr schön. Und leer. Dann zieh du ja gerade durch, dann nehme ich hier mittendrin. Ich bin gleich fertig. Gut, ich bisschen Gestöppel noch mit. Haben wir dann Traktor von hoch? Ich glaube nicht, ne? Schade. Ja, doch, den großen Johnny noch. Ja, nicht nur den, auch die Quasis. Tom seiner ist noch da. Achso, na dann. Richtig, Tom seiner steht hier unten beim Kalk. Brauch nur einen Traktor, damit ich das Fass Milch entladen einfahren kann und dann aus dem kleinen Fass in das große Fass kann. Hier beladen. Bis die ihre Fässer sortiert haben, haben wir die Felder gepflügt, gekuppert. Nein, weil ich da hinten noch kalken muss. Aber gepflügt werden müssen die nicht, hä? Nee. Nur gegrubert. Auf der 5 fällt bloß nicht Lena Lukas, Kalk noch. Lukas macht oder. Lade mal hier. Ich verstehe das nicht. Bei mir geht's nicht. Du musst mit N oben die Klappe erstmal aufmachen. Ja, ganz entspannt. Die Klappe ist offen. Ja, und dann musst du mit der Öffnung genau über uns drauf fahren, siehst du? Bisschen üben, also üben ein bisschen hin und her, bis genau. Ja, ich würde es aber jetzt nicht ganz voll machen, weil so viel kriegst du in deinem. Nicht jetzt ist zu spät. Wir haben noch eine zweite, das ist dann nicht so wieder. Den Rest kannst du ja nochmals wieder reinkippen.
natürlich auch den Mischsteuer nehmen können zum. Tom, noch nicht, Groban. Oh, bloß gut, dass du es gesagt hast. Da musst du wirklich erstmal eine Dingerstufe drauf. Dann warten wir, bis die sich mit dem. Ja, sie haben zumindest schon mal was ins Fass reingekriegt, also sollte es nicht mehr allzu lange dauern. So, fertig. Tim, du darfst loslegen. Nee, nee, soll das Ding auch drauf, haben sie gerade gesagt. Ach so. Ach so. Ach so. Na dann verdüngert euch mal. Ja, sag das denen, die am Dünger rumspielen. Ich bin ja schon auf dem Weg jetzt. Gut, Ding will Weile haben, oder wie war das? So, in der Zwischenzeit. Ah, Synchronisation. Ach, auf der 4. Wenn du nachher immer mit dem Ding bist, kannst du auf der 4 auch nochmal Ding. Ja, da will ich aber erstmal gucken, ob das Feld eventuell reif sein könnte, aber wenn reif ist, dann machst du nicht viel, viel. Machst du Ding erstmal Feld 5. Das ist wichtiger. Ja, warte, ich guck schon. Ja, es ist andereif. Der 4 ist andereif, die Wiese. Da nützt nichts mehr. Aber noch der erste, also können wir das Grasfeld noch ein bisschen stehen lassen. In der ersten Erntestufe Gras lohnt sich nicht. Ja, aber ganz ehrlich, Tom, das dauert so Ewigkeiten, bis es irgendwann mal in die zweite Stufe geht, so lange kannst du auch nicht mehr warten. Das habe ich in der neuen Map-Version schon angepasst, das wächst schneller als Gras. Ja. Weil in Wirklichkeit kannst du eigentlich von der Wiese auch im Jahr 2-3 Ernten runterholen. Ja. Oder 3 mindestens. 3 mindestens, genau. Ja. Kommt immer drauf an, wie nass es ist. Ja, ich habe die Zeit in der neuen Map-Version schon kürzer genommen. Ah gut, das hätten wir auch in der Aufnahme noch quatschen können. So, können wir nachher weiter? Dann tun wir das nochmal in der Aufnahme jetzt gleich nochmal anfragen. Komm, wir sind in der Aufnahme. Oh shit. Er hat nicht aufgenommen. Ah ja, ich gucke aber immer auf die falsche Anzeige. Ah ja. Ach, du ahnst es nicht. Tom. Ich denke so gerade von wegen, können wir der Aufnahme besprechen? Ich denke, Moment mal, was. Ich hab mir auch gedacht, was faselt denn jetzt von der Aufnahme? Wir sind doch nicht drin. Ich hab ja bei Live geguckt. Im Live sind wir ja nicht. Wir haben ja, du musst ja beim OBS daneben bei Recording gucken. Naja. Oh. Ist das nicht wahr? Aber apropos, wie weit sind wir denn überhaupt? Bei 13:37 bei mir jedenfalls. Ja, fast. Ich wollte sagen, ja, hallo. Ach, ihr habt mir einen Schreck eingejocht jetzt. Du und jetzt gerade, weil ich hab selbst so cool, ob ich auf Damann gemacht habe. Ach so. Wo ich denn gerade von wegen, Moment mal, nehmen wir gerade nicht auf, was mache ich denn? Warum mache ich überhaupt was? Ach, nur mal bitte auflockern. Auflockern. Ja. Ob sie noch alle da sind heute. Ach, so ein Stress auf dem Sonntagnachmittag hier, ey. Ist nicht wahr, ey. Aber ganz trocken. Also so alle nochmal klipp und klar. Die nächste Map-Version kommt raus, wenn irgendwann mal Patch 1.4 ist. Es war zwar jetzt die ganze Woche Ruhe. Soweit ist die Map-Version fertig. Ich habe da einige Wachstumsphasen noch ein bisschen angepasst. Hab Preise runtergenommen. Komm eins weiter, bitte. Kannst du denn wieder herkommen? Mit dem Milch bekommt man jetzt nicht mehr so utopische Preise wie vorher. Komm mal hinterher. Also derzeit verkauft. Ja, der zieht schon wieder runter, ich komme dir gleich in eins. Ja, jetzt noch in dieser Version, aber in der aktuellen Map-Version, die Tommy so gemacht hat, ist er den Preis runtergenommen.
Aber so kann sich freuen, wenn er daher hier fällt. 6 Wörter düngen darf, da hat er wenigstens schon mal ein Vorgewende fertig. Fällt dir noch ein Mischstreuer, dass die Spur geworden ist? Zum Beispiel. Schön rein ins Schlammloch und wieder raus. Ups. Ah ja. Oh, wir werden die Milchmillionäre, ey. So, jetzt sind wir auch bei 15,50, Matze. Jetzt sind wir bei 15,50. Ist dann einmal Abbruch. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Nein, denkt mal an die Kommis und die Däumchen und an andere, was ihr alles noch so denken könnt. Die ganzen Fanbusiness freuen sich drüber. Genau. Schönen Sonntag noch. Genau, schönen Sonntag.